Ist jetzt genauso beim Äqualisten. Also die hat ja Ja. auch keine Bubble hinter sich in dem Sinne. Die war ja auch Ja. immer ziemlich einzeln unterwegs. Jedenfalls so, wie ich das verfolgt habe. Soll jetzt wohl auch ausgewandert sein aus Deutschland. Also Ja, so ja, weit ja. ist schon gegangen. Das ist Wahnsinn, ne? Und das ist von denen, die eigentlich die Guten sein sollen, ne? Wahnsinn. Ja, sie sind ja auch die Guten. Also alles, was sie machen, ist ja schließlich, also was die Guten tun, ist immer gut und was die Bösen tun, ist immer böse. Und der Equalist, der hat gefordert, dass Männer und Frauen einfach nur gleichberechtigt sind und Frauen nicht irgendwelche Privilegien erhalten oder irgendeine komische Identitätspolitik gemacht wird oder man sich so komisch Feminismus da auf die Fahnen schreibt. Und wer sowas sagt, der gehört leider zu den Bösen. So ist das dann. Ja. Gut beschreibt oder beziehungsweise die Strategie, weil darüber wollen wir heute reden, über meine Strategie versus deine Strategie, beziehungsweise was ist besser, was ist dies, was ist das, ja. Und das gehört zu deiner Strategie, was du da machst. Aber das hast du früher nicht gemacht, was du hier gemacht hast. Und ich finde, das zeigt eine Entwicklung von dir. Weil man sagt über mich immer, ich bin abgedriftet, aber ich finde, du bist abgedriftet. Und darüber können wir gerne reden. Deswegen habe ich das So war ich schon hochgeladen. immer. Ich habe mich schon immer Echt? verschissen in den Weg gestellt, egal wo. Und glaub mir, online war ich früher viel schlimmer. Du, es Da geht kannst nicht du von darum, sich, ausgehen. es geht nicht darum, sich verschissen. Faschisten. Er hat vorhin einen Clip von Marie-Louise Vollbrecht gezeigt, den Dara offensichtlich gesehen hatte. Oder gesehen haben muss, sonst hätte er gerade nicht so komisch reagiert beim Beginn des Streams. Ja. In den Weg zu stellen, sondern über Leute Dinge zu behaupten, die nicht stimmen. Wie zum Beispiel, dass sie einfach alle Trans-Personen tot sehen will. Ja, Deswegen aber habe ich was ich das mich dann online gestellt und frage, habe sie. warum stellt man sich nicht den echten Recht mal in den Weg? Anstatt immer den Linken. Oder Leuten wie Equalist oder Leuten wie KuchenTV, so, weißt Weil du, das das sind ja. Konkurrenten im eigenen Lager sind. Ja, KuchenTV, klar. der ist am Rande des Mainstreams. Aber Den will man aus dem Mainstream wegcanceln. Das ist nur, dass die ja. eigene Bubble das nicht. Na gut, sie sagen, okay, ich verstehe das. Ich war ja auch damals bei denen, die sagen, ja, man, mit Rechten soll man nicht reden. Ja, okay, also willst du. Quasi nur noch die, ich denke mal, es geht wirklich nur darum, die Leute, die man noch erreichen kann, zu erreichen, glaube ich, ne? Scheinbar. Deswegen werden die vom Ja, Recht das dran heißt, komplett ignoriert, Leute weil zu man erreichen. Es denkt, geht dass man darum, die eine nicht erreichen Hegemonie kann. aufrechtzuerhalten. Es geht darum, dass keine relevante Kritik äußert. Es geht darum, dass der Debattenraum eingeschränkt wird. Was meinst du, warum es so wenige Debatten zwischen rechten und linken Influencern gibt? Weil die Rechten teilweise wegzensiert wurden, weil es aber auch mittlerweile so eine Cancel Culture gibt, wo jeder, der mal mit jemand mit anderer Meinung spricht, gleich Angst haben muss, gecancelt zu werden. Ja. Also im Jahr Ich 2017 weiß, ist ich bin da, es. ich glaube, ich bin da ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen naiv geworden. Verzeih mir das. Ich war ja früher auch so extrem, wirklich wokey, habe ich wirklich überhaupt nichts vertraut, nicht vertraut und habe denen gar nichts Gutes zugestanden. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen good face daran zu gehen, ne? Aber ja, ich werde immer eines Besseren belehrt, sage ich mal so. Ich versuche einfach einen realistischen Blick auf die Dinge zu kriegen und diese Leute sind Antidemokraten. Anders kann man das, was sie Ja, machen, das nicht beschreiben. sowieso. Ja, das sowieso. Ja. Ach so, es schreibt gerade einer im Ja. Chat, Dara hat doch letztens mit Boris von Morgenstern geredet. Die Woken, die dürfen das. Ihr seht ja auch, Dara darf hier auch mit Proletopia reden. Wenn ihr mit Proletopia redet, dann ist das ganz, ganz böse. Oder ein Sinan mit Proletopia, dann müssen da Twitter-Threads drüber angelegt werden. Ja, weil die Also. das halt nicht richtig einordnen und so. Die können das halt nicht richtig einordnen. Da braucht es halt einen richtigen linken Streamer, der das einordnet. Nein, also keine Ahnung, es ist halt Ja, lächerlich. würde sagen, lassen wir daran mal weiter einordnen. Ja. Kontaktiert, weil ich konnte ihr nicht einfach so eine Nachricht schicken und sie hat mir geantwortet und hat zu mir gesagt, dass das absolut nicht der Wahrheit entspricht, was du da über sie behauptest. Alles klar. Genau, deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte einfach eine Antwort von ihr haben, bevor ich mich hier Ja. hinstelle und zu dir sage, Was meinst wie du, kannst wenn du das nur ich, sagen und dann was wissen wir meinst du, beide wenn nicht? ich Bernd Höcke gegen ihm gegenüber die Behauptung aufstelle, dass er alle Juden umbringen möchte? Und du schreibst ihm, hey, möchtest du das wirklich? Was glaubst du, antwortet Ich er? finde diesen Vergleich zwischen. Möchtest du, also Stella, was würdest du sagen? Möchte Bernd, Björn Höcke, jetzt fange ich auch schon so an, alle Juden umbringen? Nein, Nein, das glaube ich natürlich nicht. nicht. Also das ist einfach eine Unterstellung, die Dara hier macht und die er sich sonst wo hernimmt. Also da gibt es keine Belege für, da wirst du auch keine Zitate finden.
Also, okay, du wirst einige rassistische Aussagen von Höcke finden. Aber Ja. erstmal wahrscheinlich nicht gegen Juden, also zumindest habe ich da keine gefunden. Und erst recht keine, die irgendein Vernichtungsprogramm fordern. Es ist so absurd, was Dara hier behauptet. So wäre ich Höcke, würde ich dagegen wahrscheinlich juristisch vorgehen. Aber Höcke hat ja auch ganz andere Probleme mit Menschen, die irgendeinen Unsinn über ihn behaupten. Höcke und Fräulein Vogel, Ja, das also geht gar Moderkamille nicht, ist ne? voll Ach, dreist. schreibt doch früher, wenn ich zu leise bin. Also, meine Güte, wenn ich zu leise bin, wenn die Lautstärkerelationen nicht passen, dann schreibt das bitte gleich in den Chat. Das kann ich nämlich ziemlich schnell lauter stellen. Das müsst ihr nur früh genug in den Chat schreiben, sonst kann ich das nicht Archie, hören. ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich antworte dir da doch. Ich war jetzt erst gerade dran an den Laptop gegangen, jetzt auch, wo ich live gegangen bin mit Agitator. Ich antworte dir dann noch auf jeden Fall. Ich hab's nicht vergessen, auf jeden Fall. Wieso? Was denn passiert? Ach Archie, so, nee, ich sehe es Archie gerade. hatte mir eine private Nachricht geschrieben. Und ja, ich war jetzt generell ein bisschen AFK in den letzten Tagen. Ja. Ich antworte auf jeden Fall noch. Ich gucke auch nicht jeden Moment auf Discord. Also aktuell ein bisschen mehr, weil ich halt einige Gespräche darüber organisiert habe, aber bin auch nicht dauernd auf Discord. Auf welche Gespräche dürfen wir denn in Zukunft gespannt sein? Ach so, jetzt mit dir das eben. Zuletzt hatte ich Und ja eins mit ach Jugend so. Wahlapostel und davor mit Realtalk ist das. Ah ja, stimmt, da warst du auch zu Gast. Da habe ich auch mal kurz reingeschaut. Aktuell schaue ich dein Gespräch mit Fabian Lehr noch. Finde ich auch Ja, bisher ganz interessant. das ist ja auf dem Erstkanal. Das ist eins der, ich sag mal so, Gespräche, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht nur einfach so ein Ja. lockerer Twitch-Talk. Also, das ist ja auf Twitch hier da. Und vor allem, wenn man vorher nichts abgesprochen hat, da ist man ja auch auf nichts Konkretes dann vorbereitet. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber dann haben die Gespräche halt nicht so eine Tiefe, sondern sind halt mehr Unterhaltung, aber das ist ja auch gut. Ich finde es geil, wie er wirklich als waschechter Kommunist wirklich die Leute, die Kapitalisten als Bourgeoisie bezeichnet. Das finde ich richtig geil. Wie er immer sagt, die Bourgeoisie. Ja, ist doch ein schönes Wort. Ja, ich mag das mittlerweile auch mega gern. Würde ich nicht so Aufpassen, häufig dass es nicht verwenden, so sonst fragt mich am Ende jeder, ob ich ein Kommunist bin. Das ist ob auch bist du lustig. Kommunist? Ich habe mich bei Imp, das, ich hab bei Imp ja letztens ein Gespräch gehabt und mich gegen diesen aktuellen Rüstungswahnsinn, den wir sehen, und die Pläne von so einem deutschen Think Tank, habe ich alles Video auf meinem Erstkanal, geh ich jetzt nicht so detailliert drauf ein, dagegen ausgesprochen. Und im Chat hat gleich irgendjemand geschrieben, dass ich ein Tanky sei. Ah, okay. Tobias Bin ich Huch immer hat noch. sehr geredet, ne? Das fand ich auch. Ja, er ist spontan Ich fand's reingekommen. cool. Das war nicht geplant. Ja, ich fand's sehr witzig. Ja. War halt das übliche Zeug, Also Imp was hat man. sich gefreut auf jeden Fall. Wie Imp immer dann hat immer so gegrinst. ja. So. Absolut. Nee, Das ist das ist ja absurd. wirklich. Das Na ist ja, absurd. Ja. schrecklich, sowas zu machen. Würde ich nicht machen, nein. Ja, nee, weiß W ich. würde ich nicht machen, ja. Aber Ja. weil ich einfach Menschen nicht mit Menschen vergleiche, Ja, reden wir sondern. mal über die Strategie. Kannst du mir die beschreiben, was du da jetzt die letzten Monate abgezogen hast? Was ich die letzten Monate abgezogen habe, du meinst seit Boah, das stimmt, ey. einem Jahr eigentlich schon. Wie er so von oben herab spricht, ne? Das ist so furchtbar. Ja, das macht er die ganze Zeit. Das macht er die ganze Zeit. Also, das hat er im Talk mit mir nicht so gemacht, aber wahrscheinlich, weil er Ja, mich noch stimmt. nicht so zuordnen konnte. Ich meine, Politopia hat Ich er ja schon eine lange Hintergrundgeschichte, aber darauf wird in diesem Talk auch noch eingegangen werden. möchte auch mal mit Dara reden. Schreib ihn doch mal an. Also ich glaube, obwohl, meinst du, er hat von dir schon mal was mitbekommen? Er hat tatsächlich auf meine Bewerbung für den Grabenkampf, mein Video, was ich gemacht habe, reagiert live im Stream und darauf habe ich ja auch eine Reaction gemacht, wiederum. Also er hat schon mal So, auf das mich hatte ich damals reagiert nicht jetzt, mitbekommen. Was hat er gesagt? wo ich noch bei den Rechten unterwegs war. Ja, das typische Gelaber halt über die Rechten halt, ja, die mit so einem Nazi redest halt über sowas nicht und bla bla bla. Und ja, da kann er hier sonst was unter Palmen, weil ich da so Palmenbilder und so verwende als Hintergrund, ne? Und er kann er verstecken, aber Herr Nazi, bla bla bla, also nichts Besonderes, nichts Inhaltliches so wirklich. Da habe ich ihn halt auch quasi damit konfrontiert, ne, mit diesem, was der sogar rausgehauen hat über Marie-Louise Vollbrecht, dass er die Transmenschen tot sehen will. Und
diese ganze Sache und was will er darauf antworten? Oder? Das ist halt, ah, Nazi, Nazi, bla bla. Ja, gut. Ach, ich muss euch, können wir vielleicht mal wann anders drauf, obwohl, da können wir mal drauf, wann anders drauf reagieren. So ein kleiner rechter YouTuber hat eine Bewerbung für Funk gemacht, so eine satirische, die fand ich auch ziemlich witzig, aber da können wir wann anders drauf reagieren. Nicht heute. Nee, aber das Video, was du damals, wo du damals von da drauf reagiert hast, ist das immer noch online? Ja, ja, ist alles auf meinem Kanal zu finden. Warte mal, ich habe da, also er hat quasi auf meine Bewerbung für den Grabenkampf reagiert. Ich hatte ja so ein satirisches Video gemacht, wie ich mich für den Grabenkampf bewerbe. Ne? Das gab's ja damals noch, gibt's jetzt nicht mehr. Genau, da habe ich halt so ein bisschen satirisch drauf reagiert, ja, und habe halt auch so aufgezeigt, da habe ich auch, ist viel, also falls du da Material brauchst, da ist sehr, sehr viel von den Walkies auch, wo Karl gesagt hat, man sollte die in die Löcher treiben und alles so weiter Sachen. Und darauf hat er halt reagiert, daraufhin habe ich dann wieder reagiert in zwei Videos. Ja, also. Also gibt's alles auf meinem YouTube-Kanal, wer sich da interessiert für. Sprich, das Material, wenn ich mal wieder auf Dara reagieren wollte, das geht auf jeden Fall nicht aus. Ja, in seinen neueren Streams, da ist er ja immer vorsichtiger. Also er sagt den gleichen Schwachsinn wie früher, aber seit letztem Sommer, wo Skurrus und KuchenTV gegen ihn gegangen sind und er dann auch mal ein paar Abmahnungen bekommen hat für die Lügen, die er über andere Leute verbreitet hat, da ist es ist er doch ein bisschen vorsichtiger geworden.